Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Foodtest-Video. Heute wird bei mir veganes Zeug getestet, nicht so viel, aber ich habe trotzdem einiges an veganen Snacks bzw. eher Süßigkeiten, die ich testen möchte. Darunter zum Beispiel Schokolade und auch Gummibärchen und genau, ich würde sagen, ich fange direkt mal an. Erst habe ich aus Müller vegane Matcha-Gummibärchen. Die hatten auch noch andere vegane Gummibärchen, aber ich interessiere mich am meisten für Matcha. Und zwar einmal die Sorte Matcha und Orange, Matcha und Zitrone und Matcha und Apfel. Und ich suche mir jetzt einfach mal eins raus. Das müsste Matcha-Apfel sein. Das sind kleine Sonnen mit Gesicht. Voll niedlich. Also ich finde die richtig süß. Riechen sehr süß. Ich glaube, man hat gesehen, wie überrascht ich war. Vor allem die Katjes fand ich ja von der Konsistenz her sehr fest. Die sind richtig geil. Die sind richtig schön weich. Super intensiv. Auch sehr viel süßer. Also ich finde die sogar besser als Katjes. Also ich finde die richtig, richtig gut. Auch richtig lecker. Sehr süß. Man schmeckt Apfel, aber der Matcha kommt nicht ganz so stark durch, leider. Aber ich nehme mal noch ein anderes. Vielleicht das mit. Was gab's noch? Orange oder Zitrone? Es sind leider nicht so viele Gummibärchen in so einer Tüte. Aber die Konsistenz ist geil. Mmh. Wow. Die Orangen sind richtig gut. Finde ich echt lecker. Mega. Vor allem, da schmeckt man die Orangen richtig stark. Gut, manchmal wirklich leider nicht wirklich. Man schmeckt immer nur gefühlt die Frucht im Vordergrund. Aber mega lecker. Kann ich sehr empfehlen. Bekommt von mir eine 10 von 10. Nein, die sagen wir 9 von 10, weil man den Matcha mehr schmecken könnte. Aber sie sind sehr lecker. Also ich habe jetzt eigentlich nur noch schokoladige Produkte. Deswegen fange ich an mit Physalis in Schokolade von der Marke Equiori. Hatte ich in meiner Retterbox von Surplus. Sind einfach in Schokolade gecoverte, ummantelte, von Schokolade ummantelte Physalis. Versuch mal zu beißen. Wer Physalis mag, ist halt einfach in Schokolade ummantelte Physalis. Ich mag Physalis, deswegen finde ich es gut. Ist organische dunkle Schokolade, ist bio sogar und für mich ist sowas immer Topping, aber ist halt einfach Physalis in Schokolade, deswegen für mich eine solide, ja, eine solide 8. Ist gut, finde ich echt lecker, ich bekomme gut alle. So, von der gleichen Marke, Kaffeebohnen in Schokolade. Und das sind, also Mokkabohnen quasi, aber das sind tatsächlich richtige Kaffeebohnen. Das ist nicht einfach nur Schokolade mit ein bisschen, sondern tatsächlich Kaffeebohnen. Es sind noch sehr viel kleiner als die Mokka-Bohnen, die ich kenne. Ich kann es leider nicht so gut zeigen. Vielleicht. Also sie sind wirklich sehr klein. Also wenn man sich normale anguckt, sind die meistens so. Riecht sehr intensiv nach. Kaffee ist auch wieder organische dunkle Schokolade und ja, oh, sehr bitter. Aber gut crunch. Und ist ein guter Kaffee. Und so, wer Kaffee mag, der wird das mögen. Ist wirklich intensiv Kaffee. Sogar sehr viel mehr als Schokolade. Normalerweise hat man ja meistens mehr Schokolade, mehr süß als den Kaffee. Hier definitiv mehr Kaffee. Aber finde ich super lecker. Kommt bei mir definitiv auf den Quark. Also ich liebe ja Kaffeebohnen, also so Mokkabohnen allgemein auf Quark und Eis so richtig. Und was Süßes und sowas richtig Herbes finde ich voll gut. Deswegen bekommt von mir eine 9. Finde ich gut. Finde ich echt gut. Also, ich hatte schon einiges an Mokkabohnen, sind definitiv damit oben dabei. So, als nächstes habe ich die vegane weiße Schokolade auf Basis von Mandelmark. Genau, und Reispulver von Penny, die es gab. Und ich bin gespannt. So, ein Stück sieht so aus. Ich hoffe, man sieht das einigermaßen. Riecht mega lecker. Und auch der Nachgeschmack ist gut. Aber man hat eine Weile gebraucht, bis sich der Geschmack entfaltet, aber
Der Nachgeschmack ist gut. Und ich glaube, ich mag das sogar mehr als normale. Weil ich finde, es hat dieses leicht Nussige. Also ich finde es gut. Ist auch schön cremig. Also ist auch überraschend gut cremig. Und ja, also ich finde es lecker. Ich kann es dir empfehlen. Also ist wirklich lecker. Schmeckt halt wie weißer Kakao in Mandelmilch. Deswegen kann ich das eigentlich schon empfehlen, wenn man eine vegane weiße Schokolade möchte. Ich finde sie echt lecker. Bekommt von mir eine. Auch eine 9. Doch, ist lecker. War gut. Definitiv. Und zum Schluss habe ich Orangen und Pekan in Schokolade. Ich weiß selber nicht, was ich da genau erwarten soll. Genau, es sind zwei von solchen Packungen drin, sind 20 Gramm jeweils. Riecht sehr intensiv. Wow. Hat was Cooliges. Sieht so aus von innen. Oh, nice. Ein so ein Ding hat übrigens 90 Kalorien. Erinnert mich ein bisschen, als würde man so einen Kuchen beißen mit einfach orangem Geschmack. Hat aber selbst auch noch eine Pikanüsse, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie sehr man die rausschmeckt. Ich weiß nicht, wie sie schmecken sollen. Auf jeden Fall extrem lecker. Also das zweite werde ich mir definitiv auf Porridge oder so machen und es dann schmelzen lassen. Ich habe echt erwartet, dass da irgendwie halt eine Pekannuss drin ist. Und einfach irgendwie Orangenaroma in der Schokolade. Aber die Konsistenz war ja, wie ihr gesehen habt, so leicht, doch schon leicht kuchenmäßig. War schön weich. Mega. War echt gut, kann ich auch empfehlen. Bekommen, also die ganzen, die drei Sachen waren bei mir in meiner Retterbox von Surplus Bio und Vegan. Deswegen weiß ich nicht, ob man das irgendwie bestellen kann oder so. Aber mega. Also auch alles vegan. Echt lecker. Die Pikan-Schokoladendinger bekommen von mir auch eine neue. Also ich fand die echt lecker. Und es hat mich auch echt überrascht mit der Konsistenz. Alle fünf Sachen, die ich getestet habe, mega gut. Die Füsane ist halt am unspektakulärsten, aber trotzdem sehr lecker. Ja, am geilsten fand ich tatsächlich dieses Grünbällchen. Die sind echt top. Also wenn ihr die findet, holt euch die. Und sehr lecker fand ich auch die Schokolade. Das sind so meine zwei Top-Produkte. Die Physalis ist halt Physalis und Schokolade. Und dann im guten Mittelfeld sind die. Und die waren halt einfach konsistenzmäßig mega, mega geil. Und das, wenn man Kaffeebohnen wirklich mag und das Herbe und Kaffee liebt, dann sind die halt echt geil. Also, und die sind halt schön klein, die sind nicht so riesig wie die anderen. Das fand ich immer ein bisschen doof. Und die sind sehr knackig, dadurch, dass es auch echt geiler Kaffee ist. Ne? Ich hätte auch, würde auch den Kaffee wahrscheinlich trinken, weil die Kaffeebohnen waren echt lecker. Genau. Und damit war es das schon wieder von dem Video. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye bye.